Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind das letzte Mal hier im neuen Lager, als Wassermagier aufgenommen wurden. Denn, ja, wir können nicht mehr ins alte Lager zurück. Da ist Gomez nämlich so ein bisschen durchgedreht und hat alle anderen Feuermagier bis auf Milton umbringen lassen und einen Angriff auf die freie Mine gestartet. Ja, und wir sitzen jetzt so ein bisschen in der Bredouille. Denn wir haben keine Ahnung, wie wir jetzt aus der Barriere rauskommen. Beziehungsweise doch, eine Ahnung gibt es schon. Und zwar hat uns Saturas ja davon erzählt. Denn es gibt noch einen 13. Magier, einen Dämonenbeschwörer. Magie zu Ehren. Und der scheint wohl sehr mächtig zu sein. Na, die hohe Robe haben wir schon. Du in einem Stück zurückkehren? Die brauche ich nicht nochmal zu kaufen. Tja, und diesen Dämonenbeschwörer namens Xardas, den gilt es zu finden. Tja, aber bevor wir das machen, werden wir erstmal hier mit den ganzen Wassermagiern reden und gucken, ob die uns jetzt was anderes zu sagen haben, jetzt wo wir einer ihrer Kollegen sind. Magie zu Ehren. Na, und ich fahre schon mal nicht. Haben wir uns eigentlich schon die Belohnung abgeholt? Gut, dass du uns beigetreten bist. Aha. Ach, das war's schon. Zeig mir deine Ware. Aber vielleicht hat er jetzt was anderes anzubieten. Eine Laborflasche. Mhm. Und den Kugelblitz. Schade. Ja, ich glaube, eigentlich finde ich das ganz schön, mal ein paar von den anderen Buden zu behalten, aber ich glaube, teilweise kann ich die auch wieder verkaufen, weil ich sie sowieso nicht benutzen werde. Naja, aber vorher kann ich auf jeden Fall ein paar Schriftrollen verkaufen. Zumindest hier so Eisblock. Heilung. Na, gucken wir mal. Wenn du verletzt bist, werde ich dich heilen. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. So. Wir haben aber noch ein paar andere Leute, zum Beispiel, hier vorne, Myxier, hallo? Magie zu Ehren. Ach, dem ist das vollkommen egal. Das heißt, du bist einfach nur Dekoration in diesem Spiel, nicht wahr? Wie sieht's hier aus? Meridarion, du bist wahrscheinlich auch nur Deko. Magie zu Ehren. Du bist auch nur Deko, na gut. Dann wollen wir mal die letzte Truhe hier aufmachen, denn da dürfen wir jetzt ohne Probleme rein. Okay, rechts, links, links. Ach Mist, rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Ja, hat sich zwar nicht gelohnt, aber egal. Nehmen wir trotzdem mit. Es sind erstaunlich viele Dietriche abgebrochen dieses Mal. Wie viele haben wir eigentlich noch? Das würde mich jetzt... Ach, 22, okay. Das ist noch mehr als genug. Alles klar. Dann gehen wir mal noch zu Kronos. Denn Kronos ist ja hier sozusagen der Magiehändler in diesem Lager. Und vielleicht hat er jetzt noch was Schönes für uns. Eventuell würde ich mir auch mal so ein Buch über den 5. Kreis der Magie kaufen. Da ist er. Damit wir noch ein bisschen was über die Zaubersprüche hören. Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Willkommen, Bruder. Ach, danke schön. Magie zu Ehren. So, tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, was hast du denn? Da haben wir doch der 5. Kreis der Magie, 250. Boah, ich habe doch auch bei den Büchern Duplikate, oder? Guck mal, das magische Erz kannst du haben, elementare Arkanei, Geheimnisse Zauberei, sogar dreimal, Götter, bla bla bla. Erste Seite, dritte, vierte, Arcanum Colum, Tagebuchseite, Kampfkunst. Na, haben wir nichts noch doppelt? Ah doch, die Schlacht von Varant. So, wunderbar. Dann kannst du einfach die Bücher haben und wir nehmen uns das Buch. Finde ich gut. Achso, jetzt habe ich gar nicht nach Runen und so geguckt. Das möchte ich mir doch einmal noch schön angucken hier. Also Ringe und so haben wir das letzte Mal ja schon angeschaut. Wobei, haben wir das angeschaut, nachdem das neue Kapitel gestartet hat? Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich schau mal noch mal kurz hier durch.
ob da irgendwas Cooles dabei ist, aber es sieht nicht so aus. Na gut, dann nicht. Dann Runen. Runen. Ah, eine Level 5 Rune. Eiswelle, die können wir jetzt auch benutzen. Und ansonsten den Rest haben wir schon. Feuersturm. Feuersturm haben wir auch. Eiswelle, 1100 Erz. Das ist ordentlich, was? Aber wir haben jetzt auch ordentlich Zeug, das wir verkaufen können. Erstmal die ganzen Ork-Waffen. Komm mal hier. Gönn dir die einfach mal. Oh, Moment, das ist schon viel zu viel. Oh, was war denn da so viel wert? Ach hier, Siegbringer, 46. 860. Ja, der Schaden interessiert da ja nicht. Na gut, dann nehmen wir den Siegbringer erstmal raus. Und dann können wir hier auch noch irgendwie das so ein bisschen rausnehmen. 200. Oh, die sind aber ordentlich. Was hier, der Orkhammer. Gut, den Orkhammer sollte ich vielleicht behalten. Dann, ja, komm. Zwei Erz noch dazu. Oder haben wir Pfeile? Ich kann zwei Pfeile dazu packen. Oh, wie viele Orks wir umgeruppt haben. Streitkolben. Ja, von den ganzen Goblins haben wir jede Menge Streitkolben erhalten. Nagelkolben. Hier, Pfeile. Eigentlich 10 Stück. Ich hätte gerne, dass du 2 neu übergibst. Wunderbar. Alles klar. Dann haben wir unsere erste Stufe 5 Rune. Kann ich da mal vorbei? Ja. Ist gut. Wir müssen uns mal angucken, was die macht. Das werde ich aber nicht hier im Lager tun. Aber wir können sie schon mal ausrüsten. Wo haben wir sie denn überhaupt? So, Moment. Wir haben... Ich muss mal sowieso meine Runen neu orientieren. Licht auf 10 ist gut. Und Teleport zum Wassermagier auf 8 und zum Zumpflack auf 9 ist auch gut. Telekinese brauchen wir gerade eigentlich nicht. Freund Schlaf habe ich mal als Schriftroller ausprobiert. Eiswelle. Ja, wir sehen, Mana kosten 8, Schaden aber nur 50. Ja, aber wir haben ja auch gesehen, was der Eisblock macht. Und jetzt stellen wir uns vor, was die Eiswelle vielleicht tut. Also sollte das gar nicht mal so verkehrt sein, das ab und zu auszuprobieren. Den Feuerpfeil brauchen wir gerade erstmal nicht mehr. Feuersturm und Eiswelle. Und wir lesen mal nach, was so, wenn ich das richtige Buch finde, zum fünften Kreis der Magie hier drin steht. Ich meine, Satoras hat uns ja schon ein bisschen vorgelesen. Vor allem hat er, er hat uns erzählt. Und vor allem waren da mehr, als hier aufgelistet sind. Zum Beispiel der Todesschrei, Todeshauch, die Magie von Belia, die wir nicht nutzen sollten, wenn wir sie finden. Egal, auf jeden Fall fünfter Kreis, einmal der Feuerregen. Die Macht des göttlichen Feuers trifft jedes Lebewesen im Wirkungsbereich des Magiers. Mana kosten 15, das klingt ziemlich cool. Huch, entschuldigt, mein Handy ist nicht ruhig. Das nutze ich mal eben kurz. Ja, pst. Ein Moment. So, jetzt ist es ruhig. Alles klar. Genau, das klingt ziemlich cool. Und Eiswelle, ein Feld aus magischem Eis, erstreckt sich über alle Gegner und friert diese für einen kurzen Zeitraum ein. Während dieser Zeit sind die Opfer bewegungsunfähig und erleiden Schaden. Ein Zauber aus dem Tempel der Wassermagier. Das klingt auch ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, dadurch dürften wir als Magier auch ein bisschen irgendwie wegrennen können und so. Eiswelle, ich habe ja schon... Ich bin Wassermagier und es stört euch, wenn ich hier Magie zücke? In unserem eigenen Lager? Moment, das probiere ich jetzt einfach mal aus hier. Ich kann es ja wieder laden. Hallo! Wusch! Oh, was das für einen riesigen Radius hat. Guckt euch das mal an. Geil. Wie lange hält das an? Ja, doch relativ lange. Finde ich gut. Also, weglaufen kann man damit auf jeden Fall. Ja, actiongeladen Musik hier. Gut, was machen wir als nächstes? An sich gibt es hier ja nichts mehr zu tun. Als nächstes müssen wir dann wohl ins Ork-Gebiet gehen. Denn uns wurde ja gesagt, Xardas lebt irgendwo im Ork-Gebiet. Das ist ja da unten dieser Fleck, der auf unserer Karte nicht angezeichnet ist. Und da müssen wir irgendwie hin. Und ich muss noch überlegen, was die sinnvollste Route ist, da hinzukommen. Ja. Was ist eigentlich eine Waffe? Breitschwert 55. Hatten wir hier nicht eine bessere Waffe, theoretisch?
Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich wollte doch eigentlich dann erstmal in den anderen Lagern schauen. Sharky? Ich könnte ein... Zeig mir mal deine beste Nahkampf... Einhandwaffe. Ja, gut. Die beste ist natürlich wieder unten. So, das ist eine Einhand. Der Schädelspalter, 53. Unseres machte... Wie viel? Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. 55, okay, dann schon mal nicht. Es gibt einen... einen neuen Händler. So viel kann ich euch schon mal verraten. Da möchte ich jetzt einmal kurz hin. Deswegen nehme ich so einen Trank der Schnelligkeit, damit wir da ein bisschen flotter unterwegs sind. Sparen wir uns 2 Minuten oder so. Und, na gut, wir sparen uns 2 Minuten, wenn ich davon ausgehe, dass der Trank uns doppelt so schnell macht, als wir normalerweise unterwegs sind. Aber das weiß ich nicht genau. 2 Minuten, da komme ich jetzt nur drauf, weil halt die Dauer des Tranks 2 Minuten anhält. Und wenn wir halt doppelt so schnell sind wie vorher, dann würden wir 2 Minuten sparen. Das war jetzt meine Logik. Egal. So, genau. Wir wollen einmal Richtung Cavalorn. So viel kann ich euch schon mal verraten. Und danach möchte ich dann einmal noch ins Sumpflager, um da eben zu schauen, wie es da aussieht. Wobei, die dürften sowieso nichts Sinnvolles haben. Aber ich kann auch später ins Sumpflager gehen. Habe ich mich gerade entschieden. Aber wir gehen erst... Wobei... Es kommt wieder darauf an, wo ich dann ins Orklager aufbrechen möchte. Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu Cavalorn. Das ist fest. Da ändert sich auch nichts dran. Aber ich dachte gerade, die Wirkung des Tranks hätte schon aufgehört. Hätte ich nicht so schön gefunden. Tja, jetzt müssen wir vielleicht auch aufpassen, dass wir hier nicht irgendwelchen Patrouillen des alten Lagers in die Arme laufen. Das wäre sehr schlecht. Das wäre in der Tat sehr schlecht. Aber wenn ich so einen Feuerregen habe, dann kann ich mal zum alten Lager hingehen und mich versuchen, der Wächter anzunehmen. Tja, wer steht denn hier? Hallöchen. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Scorpio. Ja, Scorpio. Na, wir reden erstmal mit ihm. Alles klar bei dir? Ich habe mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Na, immerhin ein Vernünftiger im alten Lager. Ja, Scorpio ist der Ausrüster für die Gardisten. Mit dem haben wir bisher noch nie was zu tun gehabt. Hätten wir zu den Gardisten gewechselt, dann hätten wir vorher schon was bei ihm kaufen können. Aber so, halt jetzt erst. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn Schönes dabei? Amulette. Amulette Stärke 20. Nice. Ach so, das war's schon. Amulett der Stärke und Amulett der Geschicklichkeit. Okay, und ansonsten hast du diverse Waffen. Hüterklinge. 71 Schaden. Einhandwaffe. Berserkerwort. 66 Schaden. Ich glaube, das ist tatsächlich das Beste, was wir hier kaufen können in diesem Kapitel. Das möchte ich haben, das Berserkerwort. Gib mir das mal her. Du kannst dafür jede Menge Orkwaffen haben. Und hier das andere Zeug noch, das brauche ich alles nicht mehr. Oh wei, jetzt mühlen wir sein Inventar ganz schön zu hier. Nein, das nicht. Die Rubenschwerter kannst du mir mal wieder geben. Genau, und wir geben dir dafür noch ein paar Pfeile. Das wird mir jetzt auch schneller hinkommen, jetzt wo wir die ganzen Orkwaffen an dich abgedrückt haben. Jawohl. Na, das war 2 zu viel. Alles klar. Dann vielen Dank für deine Geschäfte. Und das Berserkerwort rüsten wir erstmal aus. Eigentlich hätte ich jetzt auch meine andere Waffe verkaufen können. Aber egal. Also hier das Breitschwert. So sieht's denn aus. Oha. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ist so ein... Die Waffe weg! Ja. Ist kein zweischneidiges Schwert. Es hat nur eine Schneide, aber das hat so ein bisschen was von so einem Skimitar. Wobei, dafür ist es nicht gekrümmt genug. Und ich kenne mich jetzt auch nicht so sehr mit Waffen aus. Das könnte es noch sein, Falchion oder so. Ja, da verlässt mich meine Kenntnis von Klingen. Egal, es sieht auf jeden Fall witzig aus. Vor allem dieser eine Hubbel da auf der Oberseite. Keine Ahnung, ob der irgendwie einen praktischen Nutzen haben dürfte. Zeig mir deine Ware.
Cavalon hat überhaupt nichts dazu zu sagen. Er dürfte es jetzt aber mitbekommen haben, denn, ich meine, Scorpio ist hier, die haben sich bestimmt mal unterhalten. Sind ja aus dem gleichen Lager und so. Ja, der hat nichts Sinnvolles, aber ich glaube, ich nehme mal von ihm hier einfach das ganze Erz, was er dabei hat. Das finde ich jetzt angenehmer, als die ganze Zeit diese Waffen mit mir herumzutragen. Und Cavalons Inventar kann ich auch ruhig zumüllen. So, nimm ruhig alles, was ich habe. So viel Erz hast du überhaupt? 3300 oder so, nicht wahr? Ja, 3308. Dann können wir ihm ordentlich noch was geben. Hier sind ein paar Schriftrollen, die ich nicht brauche. Hier ist ein Feuerball, Feuerpfeil, Feuersturm. Die Verwandlungsspruchrollen möchte ich gerne noch behalten, weil dafür kriegen wir keine Runen, das sei schon mal gesagt. Dinge der Lebenskraft können wir nicht gebrauchen. Gut, wir haben das Amulett der Läuterung, das macht das gleiche wie das Amulett der Flammen bloß und besser, deswegen kann das Amulett der Flammen auch weg. Ich glaube, ich hätte mittlerweile sogar einen besseren Ring der Kraft kaufen können. Egal, wir behalten das erstmal. So, was haben wir hier noch? Schönes Bücher. Da haben wir, glaube ich, jetzt keine Duplikate mehr. Doch, wahre Macht. Dreimal sogar. Nee. Zweimal. Egal. Eins davon kannst du haben. Und dann hier irgendwie. Ja, die Amphore brauchen wir nicht. Die Fackeln brauchen wir auch nicht mehr. Oh, wie viele Münzen wir einfach haben. Laute kannst du haben. Oh ja, die Krallen. Die dürften ordentlich was einbringen. 3304. Ja, ich würde sagen... Moment, ich kann einen grünen Novizen geben, dann kommen wir genau auf 3308. Perfekt. Ach nee, nein. Ich will dir... Ach, verdammt! Ich hätte was anderes drücken sollen. Zeig mir deine Ware. Also, alles nochmal. Woher hast du auf einmal so viel Erz? Ich habe gerade das Spiel verbuggt. Aber wie? Wie? Wie habe ich es geschafft, dass er jetzt so viel Erz hat? Der hatte doch vorher nur 3308. Egal, ich möchte jetzt erstmal auf die 3308 gehen. Das restliche Erz lasse ich erstmal bei ihm liegen, weil ich das irgendwie gerade reingeglitscht habe. Oder ist es vorher nicht aufgetaucht und er sollte so viel Erz haben? Das ist sehr seltsam. Oh, wie lange das auch wieder dauert hier. Dum-di-dum-di-dum-di-du. Aber dafür haben wir dann wieder Erz. Und falls wir irgendwie nochmal was kaufen können, was wir nur mit Erz erwerben können, dann haben wir das auf jeden Fall. Boah, dauert das ewig. Leider gibt es nur die Möglichkeit, das in 10er Schritten zu machen und nicht irgendwie in 100er oder gar 1000er Schritten. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Aber das ist leider nicht der Fall. So, gleich sind wir bei 3000. 3100. 300 und dann noch auf die 8 hoch. So. Und dann können wir ihm wieder Zeug geben. Ach ja, so erstmal das. Und dann hier den ganzen Dreck. Das geht ja jetzt glücklicherweise relativ fix. Naja, bis auf die Pfeile, wobei das geht auch relativ fix. So, hier hat man nix. Hier hatten wir Spruchrollen, die der haben konnte. Genau. Dann habe ich hier irgendwie das Amulett der Flammen weggepackt. Und die Ringe der Lebenskraft. Und hier war es noch das Buch Wahre Macht. Und halt hier so ein bisschen Zeug. Ach nö, jetzt ist das Zeug anders geordnet. Wo war das mit der Laute und so? Ich habe doch ihm doch die Amphore gegeben und die Laute und die Fackeln. So. Oh, ich habe auch noch die ganzen Felle. Krass. Das ist schön. So. Und jetzt kommen wir hoffentlich wieder... Nein, nicht so. Nicht so! Ach doch, das war... Was mache ich denn hier? Das ist ein Blödsinn. So, dann müssten wir jetzt ja wieder auf genau die Summe kommen. Da kommt ein grüner Novize dazu und jetzt können wir den Handel abschließen. Dankeschön. Wir können auch nochmal Scorpio fragen, was er hier uns verkaufen kann. Was uns beibringen kann.
Nein. Zeig mir dann. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Ach, weißt du, da habe ich eigentlich nicht so viel Interesse dran. Ich habe ja meine Magie. Aber vielen Dank für das Angebot. Was ich eventuell nochmal lernen könnte irgendwann, ist Einhänder auf Meister statt auf Ausgebildet. Aber das mache ich, wenn ich Lernpunkte übrig habe. So, wo gehen wir denn jetzt am besten lang? Ich habe sowieso schon viel zu lange rumgetrödelt hier. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Sumpflager. Gucken uns an, ob die da noch irgendwie schöne Magie haben oder so. Und dann gehen wir in der nächsten Folge ins Orklager. Ja, dann war das heute eine etwas sinnlosere Folge, weil ich einfach nur rumgelaufen bin und Sachen gekauft und gehandelt habe. Aber das muss auch mal sein. Dafür ist jetzt die Vorfreude höher, dass wir in der nächsten Folge direkt ins Sumpflager aufbrechen werden. Ja, das müsst ihr euch auch mal denken. Und dann können wir die gesamte Folge da verbringen. Reden wir erst noch mit dem Schmied. Ich glaube zwar nicht, dass der noch eine bessere Waffe hat. Wenn er eine bessere Waffe hat, werde ich sie nicht holen, weil ich gerade zu viel Erz dafür ausgegeben habe. Hallo. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, ja toll. Erstmal jede Menge anderes Zeug, bloß keine Waffen. Oh ja, dem haben wir auch schon ordentlich Mist hier verkauft. So, zwei Waffen, Einhandwaffe, Götterhammer. Der Götterhammer ist besser als der Orkhammer. Ah, nur bei zwei. Okay, dann lassen wir das. Okay. Dann würde ich sagen, guck euch das an. Ich finde das immer wieder schön, dass Barriere solche Lichteffekte macht. Das gefällt mir. Ein Gothic in einer modernen Engine neu gemacht, so ein Gothic HD, das wäre schön. Naja, aber es wird wahrscheinlich sowieso nie kommen. Dafür ist Gothic einfach ein bisschen zu obskur. So. Malkada. Zeig mir mal, ob du irgendwie... Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ob du irgendwie... Ja, du kannst den Mund auch zumachen, Malkada. Ob du irgendwie schöne Sachen hast. Erstmal, was ist das für ein Buch? Ach, die Blutfliegen mal wieder. Okay. Was haben wir denn hier? Ring der Unbesiegbarkeit. Schutz vor Magie 3, Schutz vor Feuer 10, Schutz vor Pfeilen 10 und... was? Schutz vor Magie 3, Schutz vor Feuer 5, Schutz vor Pfeilen 10 und Schutz vor Waffen 10. Das klingt ziemlich cool. Was haben wir hier noch? Und Schriftrollen. Und Runen natürlich. Oh, was haben wir denn hier? Pyrokinese kennen wir noch gar nicht. Kontrolle auch nicht. Pyrokinese ist ein fieser Zauber. Zumindest wenn er gegen einen selbst angewandt wird, weil man dann die ganze Zeit in so einem Stunlock drin ist und nicht mehr wegkommt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt kaufen möchte. Genauso wenig wie Kontrolle. Da können wir halt irgendwie ein freundliches Wesen kontrollieren. Wow. Das bringt uns nicht viel. Jede Menge Verwandlungsschriftrollen. Das ist spannend. Ach, hier sind noch mehr Runen. Okay, das war's wohl. Will ich mir das jetzt kaufen? Eventuell finden wir die Runen auch noch, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Und wir werden bestimmt irgendwelche Spruchrollen davon finden, deswegen ist das auch okay. So, was haben wir denn für Ringe angerüstet? Ich weiß, ich vergesse es jedes Mal. Ring der Erleuchtung und Ring der Stärke. Ich glaube, dann möchte ich das so lassen. Der Ring der ich muss die Folge beenden. Das geht ja gar nicht mehr hier. Der Ring der Unbezwingbarkeit. So. Der wirkt zwar ganz cool, aber ich glaube, hier in diesem Setup als Magier ist unsere aktuelle Ausstattung mit Accessoires dann doch besser. Accessoires. Ich weiß es nicht. Egal. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir machen ja erstmal die Folge zu Ende. Wir machen die Folge zu Ende. Wir lassen die Folge hier erstmal enden und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ein bisschen an einem anderen Fleck. Dann werde ich mal schon mal Richtung Ork-Gebiet gehen. Ich werde noch nicht reingehen. Das werden wir dann zusammen machen. Und dann schauen wir uns mal an, was wir dort vorfinden, außer Orks. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich bin auf jeden Fall schon
Ja, gespannt ist das falsche Wort. Ich weiß ja, was uns erwartet, aber ich freue mich auch schon drauf. Und ja, bevor ich jetzt hier noch lange um den heißen Brei rumrede, vor allem bei diesen Temperaturen, die aktuell hier herrschen, sage ich einfach mal Tschüss. Ja. Und bis zum nächsten Mal.